Danke, Frau Vorsitzende, Herr Minister, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren. Vor den Bildschirmen. Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt um eine Dienstrechtsnovelle für den öffentlichen Dienst. Eine Dienstrechtsnovelle, die den Namen Novelle in Wahrheit gar nicht verdient. Obwohl genügend Zeit für eine echte Dienstrechtsnovelle gewesen wäre, haben Sie nur einen selbstständigen Antrag zusammengebracht, unter Anführungszeichen, weil sogar der war fehlerhaft. Deshalb mussten Sie wieder dazu einen Abänderungsantrag einbringen, also professionell schaut anders aus. Diese Regierung vergisst absichtlich, anders ist es nicht zu erklären, immer wieder auf unsere öffentlich Bediensteten, die in Wahrheit das Rückgrat unseres Staates bilden. Wir haben ein massives Problem im öffentlichen Dienst, das schon seit Jahren thematisiert wird, und diese Regierung steckt den Kopf in den Sand. Immer mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, immer weniger Personal. Der Druck auf die Bediensteten steigt und verteilt sich auf immer weniger Mitarbeiter, egal in welchem Bereich. Was sind die Folgen? Krankheitsbedingte Ausfälle bis hin zu Kündigungen, genau aus diesem Grund. Und ich weiß, dass hier der Vizekanzler Kogler der zuständige Beamtenminister ist, aber dass hier vor allem immer die ÖVP sehr stark blockiert. Wir konnten in der Zeit unserer Regierungsbeteiligung einiges zum Positiven verändern, aber wenn irgendwo blockiert wurde, dann war das immer von Seiten der ÖVP. Denn diese ÖVP, sie sagt sie ganz offen, sie wollen einen schlanken Staat bis zum geht nicht mehr, nur wenn sie weitermachen, meine Damen und Herren, dann geht es bald wirklich nicht mehr. Ich habe schon öfters zu Dienstrechtsnovelle im öffentlichen Dienst sprechen dürfen und ich versuche es heute einmal ganz anders aufzuziehen als sonst. Ich versuche ein Bild zu malen und das Ganze plastisch darzustellen. Stellen Sie sich den öffentlichen Dienst, also alles, was da dazugehört, vor wie ein großes Gebäude mit vielen Büros. Da ist ein Büro zum Beispiel die Polizei, das nächste Büro ist die Justiz, wieder ein anderes Büro ist die Lehrerschaft, ein anderes Büro ist das Gesundheitspersonal, die Finanz, die Soldaten, die Verwaltung und so weiter und so fort. Und so gibt es viele einzelne Büros, unterschiedlich groß, aber untergebracht in einem großen Gebäude. Das Gebäude selbst ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und trotzdem sind aber einige Teile dieses Gebäudes gar nie über den Status des Rohbaus hinausgekommen. Es wird zwar oft von der Fertigstellung gesprochen, aber umgesetzt wird das nicht. Bei manchen Teilen des Gebäudes ist das Dach schon ein bisschen undicht und bei schlechtem Wetter regnet es dort rein. Und während bei einem Teil von dem Gebäude noch immer die Fassade fehlt, haben wir beim anderen Teil des Gebäudes einen Wasserrohrbruch und der wird zwar notdürftig repariert, aber in Wahrheit wissen alle, dass alle Wasserleitungen in diesem Gebäude auszutauschen wären. Nur das geht keiner an, weil alle Angst haben, diese Baustelle ist zu groß und da trauen wir uns nicht. Da wartet man lieber auf den nächsten Schaden, um diesen dann notdürftig zu reparieren, anstatt dass man vorher saniert, bevor mehr kaputt geht, als was überhaupt notwendig wäre. Und der Gesamtzustand dieses Gebäudes wird immer schlechter und schlechter und trägt den Namen öffentlicher Dienst. Und ja, ich weiß, was jetzt wieder kommen wird von Seiten der ÖVP. Der böse Spanring macht den öffentlichen Dienst schlecht. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Ich komme ja selbst aus dem öffentlichen Dienst. Ich mache sicher niemanden schlecht. Ich weiß, was unsere Beamten und auch die Vertragsbediensteten leisten. Diese Menschen leisten Großartiges trotz aller Widrigkeiten und man kann ihnen gar nicht genug danken. Und ja, ich bedanke mich auch aufrichtig bei unseren Beamten und Vertragsbediensteten und der Herr Bundesrat Grumböck von der ÖVP hat das im Eingang seiner Rede gemacht, er hat sich auch bedankt. Ja, das ist gut, aber die Wahrheit ist, von einem Danke haben die Beamten nichts. Wir müssen endlich einmal handeln und es muss da mal ein bisschen was Positives passieren. Und das fehlt leider. Worum
Worum geht's uns? Wir wollen ein modernes, der Zeit angepasstes Dienstrecht in allen Bereichen. Ein Dienstrecht, das attraktiv ist, wo es eine faire Belohnung und eine faire Entlohnung für junge Menschen gibt, damit überhaupt jemand den Schritt macht, öffentlich Bediensteter zu werden. Es ist zwar nett, wenn man dann im Alter etwas besser verdient, man kennt diese Gehaltsstufen, aber überspitzt formuliert, als Junger dafür am Hungertuch nagt. Da wird man dann keine gut gebildeten Menschen finden. Und genau darum geht's. Wir brauchen gut gebildete, motivierte Menschen im öffentlichen Dienst, aber denen muss man auch was bieten, meine Damen und Herren. Und hier fehlt dieser Regierung leider voll und ganz der Wille dazu. Wir brauchen genügend Planstellen in allen Bereichen und die Planstellen müssen dann aber auch besetzt sein. Es steht jetzt eine riesen Pensionierungswelle an, wir haben das schon gehört, aber das wissen wir seit 20 Jahren. Dazu brauche ich keine Matura in Mathematik, damit ich mir das ausrechnen hätte können. Und was wurde bisher gemacht? Ja, wenig bis nichts. Und das habe ich vorher mit der Baustelle gemeint. Da wird gewartet, bis etwas kaputt geht, anstatt dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Und dieses Reagieren, das ist schädlich. Sie sollten eher agieren statt reagieren oder noch besser, Sie sollten regieren statt reagieren. Und meine Damen und Herren, wir werden trotz meiner Kritik heute keinen Einspruch erheben, denn wenig ist besser als nichts. Aber, liebe Regierende, das muss ich Ihnen schon auf den Weg mitgeben, Lob dürfen Sie sich für diese Novelle keines erwarten. Und wäre ich ein Lehrer, dann würde ich den Beamtenminister fragen, er ist heute leider nicht da, aber ich würde sagen, Herr Kogler, wie nennt man die Jahreszeit, wo die Blätter braun werden und vom Baum fallen? Ja, richtig, das ist der Herbst und da sehen wir uns wieder zur Nachprüfung, setzen nicht genügend.